In dieser Folge bei Familie Einhorn. 54, 55, 56. Ah, ah, aua, aua. Ich fühle mich ein bisschen schwindelig. Ich rufe schnell einen Krankenwagen und dann hilft dir der Doktor. Du brauchst keine Angst haben. Wir sind Paul, Maja, Mama Simone, Papa Ben und Sammy. Willkommen bei Familie Einhorn. Ein Loch im Kopf. Maja, nur noch ein paar mehr Sprünge und dann hast du den Rekord gebrochen. 54, 55, 56. Ah, ah, aua, aua. Maja, alles okay? Ich fühle mich ein bisschen schwindelig. Oh nein, Maja, du blutest ja. Ich hol schnell Herrn Fritz. Maja ist gestürzt und blutet am Kopf. Keine Sorge, Maja. Ich rufe schnell einen Krankenwagen und dann hilft dir der Doktor. Du brauchst keine Angst haben. Danke, Herr Fritz. Hallo, Maja. Was ist denn passiert? Wie fühlst du dich? Hallo, Dr. Daniel. Ich bin bei Seilspringen gestolpert und auf meinen Kopf gefallen. Ich fühle mich ein bisschen schwindelig, aber es tut gar nicht so arg weh. Okay, lass mich mal nachsehen. Du hast ein kleines Loch im Kopf und blutest ein bisschen. Ich mache dir jetzt einen Verband drum und dann darfst du im Krankenwagen mitfahren. Na, wie klingt das? Oh ja, Dr. Daniel, habe ich jetzt für immer ein Loch im Kopf? Nein, wir fahren jetzt ins Krankenhaus und dann nähen wir das Loch zu. Das ist so wie wenn du ein Loch in deiner Hose hast und deine Mama es wieder zunäht. Danach ist die Hose wie neu. Genauso ist es auch mit deinem Loch im Kopf. Zunähen? Mit einer Nadel? Tut das denn nicht weh? Ich hab Angst, Dr. Daniel. Nein, das brauchst du nicht. Das tut gar nicht weh. Wir haben auch deine Mama angerufen und sie ist schon auf dem Weg. Dann kannst du ihr die Hand halten, falls du dich wirklich doll fürchtest. Ich versuche stark zu sein, aber vielleicht muss meine Mama wirklich die Hand halten. Das ist doch total okay. Maja, was ist denn passiert? Geht's dir gut? Alles gut, Mama. Ich bin vom Seilspringen auf den Kopf gefallen. Ich war so nah dran, den Rekord zu brechen. Ich muss das unbedingt nochmal versuchen, wenn Dr. Daniel mein Loch im Kopf repariert hat. Ach, der Rekord ist doch egal. Jetzt muss es dir erstmal wieder besser gehen. So, hier ist etwas gegen Schmerzen drin. Dann merkst du gar nicht, dass wir das Loch reparieren. Und du bist in 0, nichts wieder gesund. Du spürst nur einen ganz kleinen Piekser. Okay, Mama, kannst du meine Hand halten? Natürlich. So, das war's auch schon mit der Spritze. Ich hab gar nichts gemerkt. Na prima, das Schlimmste ist jetzt schon überstanden. Jetzt reparieren wir dein Loch im Kopf. Okay, ich bin bereit. Fertig. Das hast du prima gemacht, Maja. Wie fühlst du dich denn jetzt? Ich fühle mich immer noch ein bisschen schwindelig, aber sonst ganz gut. Ja, das ist normal. Du bist ja auch auf den Kopf gefallen. Wir haben aber nachgeschaut und du hattest nur das Loch in deinem Kopf. Alles andere ist okay. Du darfst jetzt mit deiner Mama nach Hause. Aber versprich mir bitte, dass du mit dem Seilspringen noch ein paar Wochen wartest, damit das Loch ordentlich verheilen kann. Aber ich will doch so gerne den Rekord brechen. Den wirst du früher oder später sowieso brechen. Da bin ich mir ganz sicher. Jetzt ist es aber erstmal wichtig, dass dein Kopf gut heilen kann. Na gut, dann mache ich erstmal eine Pause von Seilspringern. Danke, Dr. Daniel. Komm, Maja, wir fahren jetzt nach Hause. Was sagst du dazu? Sollen wir auf dem Weg für ein Stück Kuchen anhalten? Oh ja, ich will ein Stück Zupfkuchen. Lecker. Auf Wiedersehen, Dr. Daniel. Tschüss. Tschüss. Wenn dir das Video gefallen hat, drück den Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.